Ist doch schon fast nichts passiert, oder? Okay, wollen wir mal. Diesmal nicht mit einem Raketenwerferschuss ins Gesicht, vielleicht. Hier, fangt mal die Raketenwerferschüsse ab. Sie kriegt Immunität. Garrus kriegt direkt einen Schildboost. RIP. Ich hab... Okay, das sind mehrere mit Raketenwerfer. Okay. Wie man sieht, habe ich diesmal sogar vorher gespeichert. Okay, wir müssen gucken, wie wir das machen. Das wird interessant. Sie kommen jetzt schon, ne? Ist da auch mal eine Überlastung? Okay, da hat es jetzt Niederkraft. Direkt wiederbeleben. Oder auch nicht. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich sehe meinen Tod gerade kommen. At this moment, Jackson knew he already fucked up. Nein, ich werde jetzt nicht am letzten Raketenschützen sterben. Na, wer hat's gedacht? Wer hat's gedacht? Ich. Ich heile mal. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sein müsste, weil wir so Leben regenerieren würden. Stimmt, ich hatte die Skillpunkte vergessen nochmal zu vergeben. Der Schadensschutz insgesamt. Garrus! Kriegst du das? Kriegst du das? So. Kann ich speichern? Ja. Das war jetzt unangenehm. Das waren sehr viele Raketenschüsse in mein Gesicht. AMK, Junge. So, schauen wir mal, was jetzt dazu kommt. Zusätzliche Sicherheitsdrohnen. Okay. Ist das jetzt... Wenn ich das erste zerstöre, kommt immer das, also mit dem Gas, dann kommt immer das mit dem Schild, oder ist das, wo ich halt zuerst reingegangen wäre? Oh Gott. Kann ich schnell speichern. Hi! Ist da eine Raketendrohne drin? Ja, das sieht nach einer Raketendrohne aus. Bye! Die Überlebenden ein bisschen unnötig viel jetzt speziell durch das Schild davor.
Das plötzliche Auftreten von weißen Rauschen auf allen Frequenzen macht sie fast taub. Das hat ihr das Kampfanzug, so besetzt das Signal in eine Serie von Nullen und Einsen. Ja, da ich nicht den Binärcode sprechen kann, keine Ahnung. Diese Sequenz wird immer wiederholt und überlagert alle Frequenzen, bis die Lichter auf dem letzten VI-Cluster aufblinken und verlöschen. Spezialisierungsklasse erreicht. Ihre Spezialisierungsklasse wird ihre Basisklasse im Squad-Bildschirm ersetzen. Die Talentenränge in ihrer Basisklasse werden auf ihre Spezialisierungsklasse übertragen. Rufen Sie den Squad-Bildschirm auf, um zu sehen, welche. Ah, ich habe jetzt quasi dieses. Ah, ja. I see. Ich warte, zieht die nach einer Zeit alle Tech-Angriffe, verbessert die Überlastung, verbessert Sabotage. Ja. Auf jeden Fall das Erste. Let me have a look. Ja, hier, Agent. Auch Tech-Schutz dabei. Spezialisierung Überlastung vergrößert die Überlastung, den Radius um 2 Meter und den Explosionsschaden, den Schildschaden und die. Oh. Nice. Und spezialisierende Sabotage. Dann werde ich jetzt das, also ich werde jetzt noch die erweiterte Dämpfung holen. Und dann werde ich das voll skillen. Außer es kommt natürlich endlich das Einschüchterung, das nächste. Dann werde ich das weiter skillen. So, jetzt warte mal, lass mal gucken. Die Quest, gilt das abgeschlossen? Ja? Ja, hier. Okay. Nice. So, ich glaube, hier haben wir nichts mehr zu tun. Wir werden, wenn wir mit allem soweit fertig sind, nochmal kurz auf die Citadel gehen, bevor wir weitergehen. Aber ich denke nicht, dass wir da viel zu reden haben. Also ihr dürft euch freuen, dass wir es bald geschafft haben. Das habe ich wahrscheinlich schon vor 273 Folgen gesagt. Aber es geht bergauf. Okay. Dann gucken wir jetzt, was wir als nächstes direkt machen. Wir können doch einfach das mit dem Doktor machen, oder? Aufenthaltsort gegeben ins Herschel-System im Kepler-Randsektor. Herschel-System Kepler-Randsektor. Ich frage mich jetzt gerade, ob das Herschel-System hier neu ist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es das vorher schon gab. So. Marthol. Da muss ich hin wahrscheinlich. Tangle oder Tungel, wie auch immer. Tangle wie das Programm zum Beispiel. Die Fidele ist eine menschliche Modullastschiff. RIP. Der Kolon-Klasse. Neben dem Standardfrachtraum verfügt das Schiff auch über einige biologischen Forschungsmodule. Dr. R. Hart. Oder R. Hart. An Bord gehen. Garrus hat uns darum gebeten, dass ich ihn mitnehme. Und nochmal Ashley, komm. Warum nicht? Kann er mal gucken. Hab ich mittlerweile eine schwere Rüstung gefunden? Weil sie kann ja jetzt Schwere tragen. Nein. Aber es gibt. Oh, warte mal. Wäre die vielleicht was für mich? Ja, definitiv. Ich habe zwar 25 weniger Schild, aber also, das ist gar keine Frage, finde ich. Kampfschutz und die physischen Fähigkeiten. Wie wir schon wieder gefunden haben, ne? Schrecklich. So, warte mal.
Ach, was war denn nochmal die Taste für Granate? Das habe ich nämlich vorhin einfach nicht hinbekommen, eine Granate zu schmeißen. R. Kann ich das auf G legen? Auf G war jetzt nichts anderes. G wie Granato. Warte mal. Nicht, dass ich wieder einen Raketenwerfer ins Gesicht bekomme. Testsubjekt. Oh Gott, die sehen aus wie Husks. Wenn ich es jetzt gerade richtig gesehen habe. Ja. Ja, da bringt jetzt meine, ich nenne es jetzt mal Zauberei, nicht so viel natürlich. Ashley ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ja, Schild bringt nicht wirklich was bei denen. Sicherheitszelle. Da hätte ich wahrscheinlich die explodieren lassen können, aber naja. Naja. Ging ja auch so. Ich heile Ashley mal, weil irgendwie geht das Gift nicht weg. Nicht, dass sie gleich kein Leben hat, wenn wir es nochmal brauchen. Aber wenn ich jetzt... Danke. Ah. Danke, dass Sie mich vor diesen Dingern gerettet haben. Commander, das ist er. Das ist Dr. Saleon. Was? Mein Name ist Hart. Dr. Hart, bitte, holen Sie mich hier raus. Jetzt steht doch sogar Dr. Saleon dran, was? Sind Sie sicher, dass er es ist? Positiv. Dieses Mal gibt es kein Entkommen, Doktor. Ich würde mir ja erst Ihre Organe nehmen, aber wir haben leider keine Zeit dafür. Sie sind verrückt. Er ist verrückt. Bitte lassen Sie nicht zu, dass er mir das antut. Erlösen Sie ihn von seinem Leid, damit wir weiter können. Aber gern. Ihre Tage als Schlachter sind vorüber, Doktor. Nein! Bitte! Bitte! Das war befriedigend. Alles klar? Gut. Vergessen Sie dieses Gefühl nicht. Genau so sollte es sein. Das werde ich nicht, Commander. Kann ich mich jetzt noch umgucken? Tja, ich schätze, wir sind hier fertig. Medizinus ist befleckt mit dem Blut vieler verschiedener Lebewesen, hellblau, violett, orange und eine ganze Reihe dunkelroter Flecken. Aber sein Schaffen ist jetzt vorbei, es wird Zeit zur Normandie zurückzukehren. Schwere Dechiffrierung. Na holla die Waldfee. Tutututututut. Hahaha. Ganz knapp durch. So. Leichte Dechiffrierung. Von leicht bis schwer, alles da. User Kit. Ein Biotikverstärker, zwei Stück. Stabilisator. So, einen Raum waren wir noch nicht drin, da können wir auch mal reingucken. Das wird wahrscheinlich das Cockpit sein. Ja. Aber hier ist auch nichts. Tja. Also hat er letztendlich doch seine eigenen Testsubjekte sich in eine Falle versehen, wo wir ihn dann abholen konnten. Richtig schön weggesnackt. Natürlich habe ich es, wie ich es gesagt habe, Garros überlassen, auch wenn er es nicht mit meiner Waffe gemacht hat. Hm. Verlassen. Das war eine sehr schnelle Quest. Und sonst gibt es ja hier auch nichts mehr. Also wir haben ja geguckt. Das ist der einzige Planet. Was heißt Planet? Das einzige, wo wir drauf konnten, war diese Raumstation. Genau, das kennen wir noch. Mr. Marines. Begeben Sie sich in das Hydra-System des Argus-Roh-Clusters. Konrad Werner. Ja, das müssen wir auch noch machen. Begeben Sie sich in das Strenus-System des Pferdekopfnebels. Das machen wir.
hier irgendwo, oder? Oder auch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Es gibt anscheinend noch keinen Pferdekopf. Doch, hier. Ah, das ist Noveria. Okay, dann gehe ich doch zuerst nach Argus Row. Nichts, dass es, wenn ich in das System reise, wo Noveria sich befindet, was triggere. Kanrum. Erkunden. Strahlung ist im Orbit des Planeten entdeckt. Bei weiteren Scans entdecken Techniker Adams die Überreste eines alten Gefechtskopfes mit der Insignie der Apatia-Kolonie. Das ist aber eine weitere. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argus Rot. Wiederhole. Argus Rot. Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich. Dann haben wir wohl doch zufällig direkt den richtigen getroffen. Nehmen wir mal Liara. Liara. Und Rex. Ein bisschen Abwechslung, ne? So, mein lieber Rex. Habe ich nochmal eine neue Schrotflinte bekommen? Nope. Aber ein neues Sturmgewehr. Rüstung, nope. Aber auch einen Bioverstärker. Ich würde aber sagen, den bekommt Liara, weil sie ja theoretisch mehr auf Biotik geht als er. Dann bekommt er den zweitstärkeren. Bildungsbonus, wie war denn das bei ihr? Ja, war hoch genug, okay. Dann Rüstung. Die hier. Ich würde sagen, sie bekommt erhöhte Schilde. Sie wird Probleme haben. Mit dem Überleben. Okay. Anomalie, Anomalie, Trümmer. Kommen wir mal dahin. Das wird wahrscheinlich da oben sein, werde ich nicht drum herum kommen. Ich muss jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, welche Steillage der Nomad nochmal geschafft hat. Der Marco. So. Turianische Leiche. Turianische Insignia. Ja, die Quest werden wir, glaube ich, insgesamt nicht fertig kriegen. Nehme ich jetzt mal. Ich gehe mal erst zu den Trümmern. Nehme ich jetzt mal an. Ja, sieht da sehr freundlich aus, dieser Planet. Vor allem dieses drückende Rauschen oder dieses Dröhnen in diesem Planeten, das macht es nicht angenehmer. Keine Musik. Auch wenn das wahrscheinlich die Musik sein soll. Na doch, jetzt hört man sogar ganz leise welche. Kaum hat man sich beschwert, kam sie wieder. Es sieht aus wie eine Satellitendrohne oder sowas.
Abgestürzte Sonde. Oder eine Sonde. Das kann natürlich auch sein. Fuck. Laufverlängerung und Krügersprengsatz. Stufenaufstieg. Ist gezeichnet. Müsst sowieso mal gucken. Wahrscheinlich ist Liara gar nicht geskillt. Also zumindest nicht voll. Warte mal. Fuck. Ich hab's vergessen, dass ich Dämpfung. Egal. Mach ich's beim nächsten Mal. Ich werde dran denken. Ganz sicher. So, das voll. Dann. Sie bekommt auf jeden Fall Warp. Warp ist eine sehr, sehr schöne Fähigkeit. Singularität ebenso. Und eben ihre Barriere. Als nächstes würde ich fast sagen werfen. Und dann heben, einfach damit sie die Fähigkeit hat, aber werfen fertig machen. Schrotflinte voll. Als nächstes Barriere. Okay. Ah, und dann vielleicht sollte ich die Fähigkeiten auch mal zeigen. Eben, beim Heben wird alles an einem Radius von 4 Metern um das Ziel in die Luft gehoben, wo die Feinde sich nicht bewegen und angreifen können. Nach Ablauf wird das Ziel wieder zu Boden gelassen. Werfende Ausfinde schleudert das Ziel mit einer Kraft von 600 Newton davon. Warp. Wie, ich finde die beste Fähigkeit, verursacht pro Sekunde 10 Schadenspunkte beim Ziel und mindert den Schadensschutz des Ziels um 75%. Also macht es halt anfälliger gegen alles. Singularität. Verbessert Radius und Dauer, verursacht am Aufschlagspunkt einen Aufschlagpunkt, einen Strudel in den Objekt hineingezogen werden. Also kann man sich wie so ein kleines schwarzes Loch vorstellen. Barriere verleiht einen Schild biotischer Energie, die bis zu 400 Schadenspunkte absorbiert. Block keine Angriffe, die dem Schild vorbeikommen. Ja. Beißern. Dadurch, dass ich Barriere geskillt habe, wäre es vielleicht echt schlauer, ihr Lebensregeneration zu geben, ne? Habe ich noch eins? Ja, habe ich. Okay. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher. Es gab... Kann sein, dass es erst mit Mass Effect 2 kam. Wie hieß es denn nochmal? Biotische Explosionen, Tech-Explosionen. Also wenn man Kombos ausgelöst hat, hat man eine Explosion ausgelöst. Zum Beispiel, wenn man einen gehoben hat, dass der eben in der Luft fliegt oder in einer Singularität festgehalten hat, hat er dann blau geschimmert. Und wenn du dann einen Warp drauf gemacht hast oder Wurf oder irgendwas, also das mit den 600 Newton weggeschleudert, dann hat das eine biotische Explosion erzeugt. Man kann sich das jetzt vorstellen, wie wenn man zwei Chemikalien zusammenmixt, die eine Explosion erzeugen. So im Endeffekt. Ist das... Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, ob es das hier gab. Es gab auch Verbindungen aus biotischen und Tech-Fähigkeiten, sowas zu erzeugen. Aber keine Ahnung, wie gesagt. Das Mineral nehmen wir natürlich mit, auch wenn wir sowieso nicht alle finden werden. Seltenes Element, Thorium. Da ist das Wrack. Aber ich sehe keine Überlebenden. Vorsicht, Shepard. Geht! Das ist eine Falle! Alles klar. Hoppala. Aua, jetzt hat mir doch eine Rakete erwischt. Na, treffe ich dich noch? Geht doch. Jetzt
So, wir steigen natürlich trotzdem aus und untersuchen das. Gibt's gar nichts zu untersuchen. Sind jetzt noch irgendwo Gegner? Nicht, ne? Was sagt denn die Quest jetzt? Nachdem es ja jetzt eine Falle war. Nix, ne? Sie ist einfach abgeschlossen. Ist einfach abgeschlossen. Dann zurück auf die Normandy. Vielleicht kommt da jetzt noch was? Nee. Okay. Das war seltsam. Also, dass jetzt nicht wenigstens noch was kommt, oder? Naja. Erdstunden. Erkunden. Helium 3. Was waren die Pinnacle Station nochmal? Komm gerade nicht drauf. Gucken erstmal die Planeten an, ob es da irgendwo einen gibt, wo wir drauf landen können. Ja, tatsächlich, hier schon den ersten. Intasai. Erkunden. Samarium. Kohlehaltiger Asteroid. Erkunden. Proteanische Datendisk gefunden. Nett, nett, nett. Was auch immer das bringen soll. Kobalt. Also ich muss sagen, hier ist jetzt gerade jeder Planet ein Treffer. So. Pinnacle Station. So, was waren das jetzt nochmal? Pinnacle Station ist eine sich auf einem Asteroid befindende turianische Raumstation, die ursprünglich von den Turianern als getarnte Kommandozentrale während der Kroganischen Rebellion eingesetzt wurde. Sie wurde zur militärischen Trainingseinrichtung für alle Elite-Sondereinsatzkommandos des Rats umgerüstet. Der Kampfsimulator der Station ermöglicht dessen Teams, unter verschiedenen gefährlichen Bedingungen zu trainieren. Ist das so eine Art Arena-Modus? Gehen wir erstmal auf den. Gehen wir erstmal auf die Station, komm. Das ist, oh Gott, ich habe gerade komplett die Orientierung verloren. Und da komme ich, oder? Nee, da geht's lang. Schauen wir mal. Ist das nicht Commander Shepard, der menschliche Spectre? Meinetwegen. Spectre hin oder her. Es macht immer Spaß, Menschen im Simulator verlieren zu sehen. Ja, wer kennt die Stimme? Wohl jede x-beliebige Wache in Oblivion. Belästigen Sie Ahern, Mensch. Ich bin... Commander Shepard? Sergeant Dagger. Na gut.